So, meine Freunde, damit herzliches Willkommen zurück zu The Let's Play, alles klar. The Last of Us 2. Ja, Leute, wir hatten ein kleines Problem und zwar ist mein Mikrofon stumm geschaltet gewesen. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil ich da irgendeine richtig krasse coole Taste gedrückt habe oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Eigentlich habe ich es nicht gemacht, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall war mein Mikrofon stumm geschaltet und wir haben ungefähr 2-3 Minuten Aufnahme umsonst verschwendet. Beziehungsweise ich habe mich jetzt mal ein bisschen spoilern lassen. Ich habe mich nämlich ein bisschen aufgeregt über diesen Abschnitt, weil er eigentlich unmöglich erscheint. Ich meine, guckt euch das an. Und ja, es ist einfach wieder ein Ort, wo wir einfach wieder alles verschwenden dürfen. Ja, der Rage-Moment, der lustige Moment ist natürlich wieder verschwendet gewesen, weil fucking OBS einfach wieder in der Meinung war. Ja, normalerweise hätten wir jetzt auch den anderen noch killen können. Ist aber nicht im Sprengradius gewesen. Toll. Ach, sowas hasse ich, Alter. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt wieder ein Abschnitt, der ein bisschen, ja, ich sag mal, den ich schon kenne. Grüße gehen raus an OBS-Entwickler. Jetzt müssen wir überleben. Es sind zu viele. Mir geht die Munition aus. Ja. Ach, jetzt kommst du, oder was? Das war genau deswegen. Das war der ganze Abschnitt. Ich liebe euch. Abby, ich benenne meine Kinder nach euch. Das ist einfach wieder ein Part. Gut, dass ihr da wart. Gut, dass wir vorbeigefahren sind. Haben die Schüsse gehört. Das ist wieder ein Part, der uns zeigt, dass der komplette vorige Abschnitt, wo wir alles eingesammelt haben, eigentlich völlig umsonst gewesen ist. Weil wir jetzt alles schön verschwenden durften. Einfach um zu zeigen, dass die Wolves krass und cool sind und ja und ja und ja. Und Ressourcen wieder kriegen wir hier auch nicht. Das ist auch sehr schön. Bisschen Munition vielleicht, aber sonst auch nichts eigentlich. Und irgendwo hatten wir noch ein Tape gehabt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr wo, ehrlich gesagt. Oder habe ich das schon eingesammelt? Ich glaube nicht. Ja, und der Abschnitt ist einfach wieder völlig unnötig. Ehrlich, sowas hasse ich auch richtig. Weißt du, du bist in einem Spiel, wo es wirklich darum geht, Ressourcen zu sammeln und diese auch sinnvoll einzusetzen. Also wirklich, wo du überlegen musst, ob du die einsetzen willst oder nicht. Oder verschwenden willst oder nicht. Und dann kriegst du so durchgehend irgendwelche Szenen, geskriptete Szenen, wo du die einsetzen musst, um zu überleben. Also nicht, wo du nicht überleben musst dann, aber so, wo du einfach die verschwenden musst, sag ich mal, wo es eigentlich gar nicht sein muss. Einfach nur, weil dann so eine Filmsequenz kommt. Wie man so eine spielbare Filmsequenz. Ja, ich weiß auch nicht, wo dieses scheiß Tape jetzt ist. Wahrscheinlich habe ich das schon eingesammelt, keine Ahnung. Ach, da ist es doch. Boah, warum auch immer hier das mitten in der Luft ist, naja. So, auf jeden Fall geht's jetzt wieder, keine Ahnung, zurück oder so, keine Ahnung. Filmsequenz. Scheiße, alles okay? Ich will zur Lücke nehmen. Hey, zeig mal die Hand. Alle da! Ja,
Ich weiß, wir sind fast da. Lass sie durch. Na, was? Dein Rücken? Drück so fest du kannst, okay? Ach du Scheiße. Ich hab nichts gespürt. Hey, wir haben zwei. Er hat eine Schusswunde an der Hand. Hey. Du warst gar nicht schlecht. Fast schon ein Kompliment. Lass dir helfen. Bleib, Alice. Komm mit, hier lang. Sitz. Das war ziemlich viel Blut, oder? Muss ich schon. Das wird wieder. Das wird wieder. Hey, wen haben wir denn da? Hey, auf geht's. Das ist Alice. Komm, Alice. Braves Mädchen. Danke. Diese neuen Rekruten. Ich traue ihnen nicht. Danke nochmal, Leute. Hey, Manny, wart mal. So, Kinders. Ich glaube, wir machen mal wieder einen kleinen Cut an der Stelle, weil 7 Minuten sind rum und ich muss auch ehrlich sagen, nach dem letzten Abschnitt hatte ich auch nicht mehr so viel Lust, deswegen machen wir einen kleinen Cut an der Stelle und danke fürs Zuschauen und ja, bis dahin. Professionalität geht vor und so, bla. So, meine lieben Freunde, damit herzliches Willkommen zurück zu The Last of Us 2. Ja, wir sind ja immer noch im Wolf-Lager angekommen, zurückgekommen, wie auch immer. Es geht weiter, jedenfalls. Juhu. Ja, was auch immer wir hier jetzt machen müssen. Hallo? Hey, hast du den Monte Cristo durch? Beinahe. Gib mir noch eine Woche. Bin fast fertig. Das wird richtig gut. Eine Woche. Danke. Bitte. Wir sind hier. Hey, ihr zwei. Was gibt's für uns? Kein Auftrag. Meldet euch bei Isaac. Ihr beide? Ja. So voll war's hier noch nie. Irgendwas ist los. Suchen wir Isaac. Wir sollten zuerst nach Mel sehen. Hey, Abby. Ist Isaac da hinten? Nein, nur Carl mit den Frischlingen. Okay, danke. Ja. Oh Mann. Toby, mein Gott. Du bist. Hey, Alice. Halt durch, Mädchen. Wir holen dich bald hier raus. Oh, tschüss. Alter, ist ja ganz schön was los, wa? Weißt du, wie das passiert ist? Und sagt keiner was. Er hat sich mit einer Rohrbombe umgebracht. Bei dem alten Apartment war das. Was ist jetzt? Gas. Hey, Mann. Abby, jetzt musste wohl mal dein Arsch gerettet werden. Ja, ich glaub, das könnte ich nicht. Einmal. Erstmal ein bisschen was einsammeln hier. Oh, eine Werkbank. Schon was verbessern können? Ich weiß es nicht. Schauen wir doch einfach mal nach. Nein, können wir nicht. Dann halt nicht. Oh, ist Munition und so. Können wir jetzt was verbessern? Nö, 30 Teile sind anscheinend auch noch zu wenig. Okay. Mein Gott, wie viele optionale Gespräche sind? Komm mal kurz. Sind denn hier?
Ja? Wegen dem Hinterhalt. Wo war das? Ungefähr hier. Bei den Lagerhallen. Shit. Die schleichen sich immer wieder durch. Weißt du, wo Isaac ist? Gerade eben war er noch hier. Okay, danke. Wir schauen mal. Okay, die gute Nachricht ist ausgetreten. Was ist nützlos? Bungalow? Beef? Keine Ahnung. Und noch ein optionales Gespräch. Ach lol, die kennen wir doch. Mit ihrer PS Vita hier. Hey. Hey, Whitney. Oh, hey Abby. Was gibt's? Weißt du, was hier vor sich geht? Schön wär's. Ein paar wurden zum Krankenhaus geschickt. Für Nachschub. Spannend. Ja, genau. Ist das Spiel gut? Echt schwer. Aber wirklich gut. Hat auch coole Musik. Lass dich nicht stören. Man sieht sich. Apropos so Handheld, bald kommt ja auch das Steam Deck raus. Videospiele. Ja. Wie läuft's? Hallöchen. Selbst in einem drin. Okay, alles klar. ein bisschen Werbung machen. Steam Deck kommt bald raus. Wird ein cooles Teil, wahrscheinlich. Denke ich mal, vielleicht. Sonst haben wir ja nichts, oder? Weiter geht's. Sieht schlimm aus, was, Doc? Ist nicht so schlimm. Halt still. Ja. Boah, Alter, wie viele optionale Gespräche. Okay. Hey, Mann. Geht's dir besser? Die Schmerzmittel wirken, also, ja. Halt durch. Was macht die Hand? Ich werde wohl die meisten meiner Finger behalten. Das kann nicht wahr sein. Man braucht ja nur drei. Oder nicht? Wie ist das passiert? Alter. Ein Ska hat mir in den Fuß gestochen. Sie dachte, er wäre tot. Hey. Den Notverband hab ich gut hingekriegt. Warte noch kurz. Ich hole dir schnell. Alkohol. Ach lol, wir können uns was herstellen, aber leider nicht jetzt, weil wir sind hier wahrscheinlich gerade in einem Gebiet, wo das nicht geht. Ich weiß, es ging alles so schnell. Hätte aber schlimmer sein können. Wenn man vom Teufel spricht. Hey Leute. Wie geht's dir, Menon? Nur noch ein paar Stiche und ich bin so gut wie neu. Okay Leute, ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich ausruht. Hey Mel. Entspann dich. Klar doch. Hey, könnt ihr beide kurz mitkommen? Ich bräuchte Hilfe. Klar. Nicht weggehen. Ich bleib hier. Ganz entspannt. Nora, konntest du dich ausruhen? Ich werde bald zum Westside Hospital abfahren. Wir sollen da alles rausholen. Ist lustig, wie wir jetzt die ganzen Feinde jetzt auf unserer Seite quasi haben. Wie geht's, Mel? Ich mein's ernst. Die Werte des Babys waren etwas erhöht, aber kein Grund zur Sorge. Jemand sollte Owen Bescheid sagen. Er wird bei ihr sein wollen. Ja. Ich muss euch beiden was zeigen. Was ist los? Kommt mit. Oh, jetzt geht's los hier, wa? Oh mein Gott! Sind das alles unsere? Ja. Und es werden stündlich mehr. Müsste das hier drin nicht voll der eklige Gestank sein, Alter? Sag nichts zu Mel, okay? Nora. Jetzt noch nicht. Komm her. Oh. Wer ist in dem Leichensack? Oh, scheiße. Es ist Danny. Wo ist Owen? Ich weiß es nicht.
vor ein paar Tagen wurden ein paar Skars beim Yachthafen gesehen. Danny und Owen sollten nachsehen. Und heute Morgen haben die Wachen Danny am Grenzzaun gefunden. Er kam zu Fuß zurück, mit einer Kugel im Bauch. Pinche Skars, hijos de puta! Isaac sprach mit ihm, bis er starb, aber soweit ich weiß, wird keine Einheit dorthin zurückgehen. Und was ist mit Owen? Hast du Isaac gefragt, was los war? Ja, ich hab's versucht. Aber er sah mich nur komisch an und sagte, ich soll nicht drüber reden. Und das heißt Klappe halten. Owen ist vorsichtig. Ihm geht's bestimmt gut. Wo ist Isaac? Ich sag ihm auch nichts. Zuletzt war er wohl in den Apartments. Okay, ich werde mal nach Mel sehen. Also, sagt mir Bescheid, was ihr rausfindet. Ja. Mann! Warum hat Isaac keinen Suchtrupp für Owen losgeschickt? Vielleicht hat er und Nora weiß es nur nicht. Scheiße, das hoffe ich. Yep. Wir suchen Isaac. Er ist drin. Geht rein. Danke. Wen haben wir denn da? Was geht, Leute? Habt ihr Zeit für ein Spiel? Ah, geht nicht. Wir wollen zu Isaac. Ganz wie du willst. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut bin. Ist klar. Man sieht sich. Oh, ja. Yeah. Bankfrisch, South Carolina. Warte mal, hier haben wir was. Isaac, es hat 3 Tage gedauert, aber ich habe endlich etwas aus Nummer 74 rausgekriegt. Wenn er die Wahrheit sagt, ist die Südküste wohl unsere beste Möglichkeit. Ich habe das auf eine Karte markiert und sie in deine Wohnung gelegt. Wir sollten so bald wie möglich Späher rausschicken, um die Informationen zu überprüfen. Ich habe aber noch das Gefühl, dass er etwas zurückhält. Gib mir noch ein paar Tage mit ihm. Sergeant Foster. Mhm. Südküste. Das hier fehlt mir echt nicht. Es wird erlöst im Scheiße. Geistes. Der Gestank ist furchtbar. Mein Gott, ey. Laber, 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 laber. Nach diesem Morgen wäre ich gern mal kurz mit denen allein. Verständlich. Oh lol, ey. Hey, Abby. Wir müssen hoch. Isaac ist da drin. Na. Weißt du, wie lange? Ich soll ihn holen, wenn ihr da seid. Kommt. Sir, Abby und Manny sind hier. Lass ihn nicht einschlafen. Ja, Sir. Gehen wir hoch.
gehört, ihr hattet Schwierigkeiten? Keine Verluste bei uns. Nur ein paar kleine Kratzer. Bei denen sah es anders aus. Das würde ich gerne öfter hören. Die Basis war noch nie so voll. Morgen wird's noch voller. Es kommen noch mehr Einheiten. Was ist los, Bas? Diese kleinen Gefechte. So geht das nicht weiter. Wie? Dann? Ein neuer Waffenstillstand? Aber wie schnell würde irgendein Arschloch auf deren Seite oder einer von uns das Ganze versauen? Nein. Wir müssen sie alle vernichten. Sir, es gab schon Angriffe auf die Insel. Nicht solche. Nicht mit allen. In ein paar Tagen kommt ein Sturm. Wir werden ihn zur Tarnung nutzen. Ihr beide führt die erste Welle an. Wählt die Leute aus. Fangt gleich an. Ich will Owen. Wann kommen er und Danny zurück? War das wieder Nora? Keine Geheimnisse in der Salt Lake Crew, hm? Ist Owen okay? Soweit ich weiß. Und warum wurde dann kein Suchtrupp losgeschickt? Er hat Danny erschossen. So wie es aussieht, um einen Scar zu beschützen. Bullshit. Wie bitte? Doch nicht Owen. Das kann nicht sein. Du meinst also, Dannys letzte Worte an mich waren gelogen? Sir, wenn sich das rumspricht, ist Owen tot. Wenn ihn irgendwer sieht, wird er einfach abgeknallt. Dann hört besser auf, euch das Maul zu zerreißen. Ich werde ihn suchen. Ich bringe ihn her. Wir gehen der Sache Nein. auf den... Der Sturm kommt doch erst in ein paar Nein. Tagen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Und das ist wichtiger als wir alle. Und viel wichtiger als Owen. Wenn er auftaucht, na schön. Im Zweifel für den Angeklagten. Und wir gehen dem auf den Grund. Ich brauche dich, Abby. Ja? Ja. Verstehe. Gut. Sieh dir die Pläne an und mach dein Team klar. Geh was essen. Wir reden später. Owen hätte Danny nie wegen einem Scar gekillt, nicht wahr? Was? Nein, Abby, nicht. Ich bin morgen früh zurück. So lange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. Wenn Owen da draußen ist, wie willst du ihn bitte finden? Ich weiß, wo er ist. Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse. Der Hammer. Ach. Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen, nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja, es hieß nur, ich soll hier rauf, also. Okay, hier ist der Plan. Du schiebst deinen Arsch hier rüber, setzt dich auf den Rand,
Oder du gehst hier auf den Kindersitz und genießt die Aussicht. Wir haben doch Training. Wirklich? Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden? Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein. Mach das nicht, es ist zu hoch. Oh mein Gott. Weißt du, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst, ich mach Schluss mit dir. Owen. Ich liebe dich, Abby. Nicht! Owen! Arschloch. Du bist gesprungen und ich hab's verpasst? Ich dachte, du ertrinkst. Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Ich hab da was ziemlich Krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Zurück. Keine Sorge. Jetzt musst du das sehen. Owen. Was wollen die denn tun? Einen Haufen Fireflies verjagen, die sonst nirgends hin können? Vielleicht. Ich will's nicht rausfinden. Komm einfach und sieh dir das an. Tief Luft holen. Oh mein Gott. Bestimmt einer von diesen Zoos für Fische. Klappe. Sieh dir das Jungtier an. Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Wir haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen. Und jetzt? Und jetzt die Wand anstarren, 2 Stunden? Kann ja sein, weiß ich ja nicht. Haben wir da was? Ja. Hilf mir mal damit. Yep. Mal los. Was ist das hier? Na, das ist eindeutig eine Art Theater, bloß für Fische. Au, au, au. Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul.
Du bist ein Spinner. Ja, aber du liebst diesen Spinner. Also was sagt das über dich aus? Ob wir hier irgendwo auf einem Sitz was Sammelbares haben? Sieht nicht so aus. Glaubst du, das Segelboot gehörte zur Show? Nee, sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Willst du es dir ansehen? Hier sind Kindersachen. Bestimmt war eine Familie hier. Sieh dir die Zeichnung an. Was wohl aus ihnen geworden ist. Vielleicht gingen sie zu den Wolves. Ja, oder wurden von Scars getötet. Was für ein Optimist. Ja. Okay, genug von diesem Boot. Na, Lust auf den restlichen Fischzoo? Meinst du, es gibt noch mehr zu sehen? Na klar. Auf geht's. Ja, willst du nicht vorgehen? Scheint nicht, okay. Meinst du, du kommst da durch? Hilf mir da hoch. Ja. Du Scheiße, gar nicht übel. Hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar. Also, wir sehen uns schnell mal um und dann... kehren wir zurück. Gibt's hier Fische? Ob die... wohl mit dem Meer verbunden sind? Oh mein Gott. Wow. Sieht man nicht jeden Tag. Oh. Keine Punkte. Sieh mal. Tja, ich habe auch keine aus Bronze gesehen, also... Wie dick ist das Glas? Da ist ein Aquarium am Boden. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Meinem Dad würde es ihr gefallen. Ja, er wäre ganz aus dem Häuschen. Ja. Ich beanspruche diesen Ort. Er gehört mir. Besuchen erlaubt. Oh, bist du sicher? Nicht so ganz. Ich werde abwarten, wie nett du zu mir bist. Du bist ein Arsch. Kein guter Start.
Oh, hallo. Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Es ist die Frage, wo geht's weiter? Immer hier oben geht's nicht weiter, deswegen werden wir müssen erstmal mit den anderen zurückkommen. Gute Idee, damit sie auch die Regeln brechen. Ist es das nicht wert? Nee, warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Ha, dir gefällt's doch. Sei doch still. Also, wie wär's mit Owen, du hattest recht. Danke, dass du mich an diesen wunderschönen Ort gebracht hast. Ich überleg's mir. Max Spielecke. Oh, anscheinend ist es doch eine Tür, wo man nicht reinkommt. Schön. Es ehrt dich, dass du deinen Vater respektierst, aber du musst verstehen, dass er dich nur kontrollieren will. Er will, dass du dich weiterhin wie ein Kind fühlst, weil er zu viel Angst davor hat, wie ein Mann zu handeln. Er verdient es, in einer Gemeinschaft zu leben und wie starke Charaktere wie dich unterstützen kann, und Max erst recht. Er ist doch so beeinflussbar. Wenn dir etwas an deinem Bruder liegt, solltest du mit ihm fortgehen, bevor er die Schwächen deines Vaters übernimmt. Wir kommen in 5 Tagen wieder an eurem Aquarium vorbei. Wenn ihr mit uns kommen möchtet, stellt eine brennende Fackel am Steg auf. Wir landen dann in der Nähe an. Ich führe dich. Gas. Oh, hallo. Oh Gott. Shit. Dad, ich bringe Max von hier weg. Er kann nicht sein ganzes Leben lang in diesem verrotteten Gebäude eingesperrt sein. Hier wird er nur deine Schwächen annehmen. Als die Soldaten Mama umgebracht haben, hast du nur zugesehen wie ein Feigling. Was für ein Vorbild bist du? Du hättest wütend werden sollen. Du hättest ihnen Schmerzen zufügen sollen, wie sie rächen sollen. Ich will, dass Max sieht, wie es ist, wenn Leute sich für das einsetzen, was sie wollen. Wenn sie bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen. Die Welt ist schlecht. Es liegt an uns, das zu ändern. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Falls ja, hoffe ich, dass du nicht immer noch nur auf deinem blöden Stuhl herumsitzt. Naja, anscheinend ja doch. Seine Kinder haben sich den Scars angeschlossen. Scheiße. Tja, das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett. Er braucht sie nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Scars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantänezonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut. Jo. Gibt's jetzt hier rein oder was? Ja, anscheinend schon. Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Hier? Nee. Wie wär's mit... Geschafft! Krass. Das Malen muss ewig gedauert haben.
Weite Meerausstellung. Oh, ja, so geht's natürlich auch. Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Owen. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Und sie schaut runter. Geh schon. Geht doch. Sieh dir die an. Oh oh. Würde den Jungen gern kennenlernen. Ich meine, er ist ein Scar. Hast du vielleicht? Scheiße, hoffentlich nicht. Solide Festung, Max. Sehr gute Arbeit. Wow. Komm hier rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden gleich was nicht sehr Schönes finden. Wow. Ja. Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja, ja. Ist dir zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Red mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Ja. Geh schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Was, wenn Owen woanders ist? Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. So, meine Freunde, aber ich würde sagen, da wir jetzt mittlerweile schon fast 40 Minuten rum haben, Lul, machen wir erstmal einen kleinen Cut an der Stelle und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von The Last of Us 2. Danke fürs Zuschauen und bis dahin, haut da rein. Adios.